Der gleiche Aspekt für mich auch ein Aspekt in dem Thema mit dem Cannabis. Also sprich, hier wurde der Eigenanbau halt erlaubt. Und wenn einer meiner Grundgedanken ist halt, wenn die Kiffer jetzt alle anfangen, sich ihren Hanf in ihren Garten zu bauen, dann sind sie eh schon im Garten und dann fangen die auch gleich an, wahrscheinlich an, auch noch Tomaten mit dazu zu pflanzen, wenn man ihnen das sagt oder zeigt, wie das geht. Und dass das also ein guter Ansatz ist, um überhaupt erstmal in diese Richtung zu kommen. Und beim Cannabis kommt dann noch dazu, das ist momentan halt ein ganz wichtiger Punkt für uns hier, dass das die sogenannte Cash Crop ist. Also das ist jetzt ein englischer Begriff, da müsste ich wieder erstmal eine Übersetzung versuchen. Da geht es einfach darum, was kann man ernten, um davon zu leben, jetzt und heute. Also es ist alles schön und gut, was wir uns an Illusionen für die Zukunft machen, aber was kann man heute produzieren, das man auf den Markt bringt und für den man echtes Geld gibt, das man dann wiederum in die Projekte stecken kann. Das ist Cash Crop. Cash Crop ist, wenn man den Weizen erntet und ihn verkauft. Und was weiß ich, ein Eichenwald, der 20 Jahre alt ist und noch 60 Jahre braucht zum Wachsen, der ist halt dann dieses langfristige Projekt, das man mit dem Cash Crop mit finanzieren muss. Und da ist halt im Moment so, dass man mit dem Cannabis wirklich ein perfektes Cash Crop hat, weil dann auch zum Beispiel dazu kommt, bei unserem Campo ist es so, werde also jetzt versuchen, irgendwie die Kurve zum Campo zu kriegen. Besten so. Ich zeige euch einfach mal meinen Hintergrund. Ja, komm, Albert, das war's. Hier. So.